möchte Ihnen heute erzählen, wie ich als Bürgermeister digital unterwegs bin, auf allen Kanälen, aber versuche immer analog anfassbar zu bleiben. Das ist ganz wichtig. Ich bin seit 2006 Bürgermeister von Eltville am Rhein und seit dieser Zeit treiben mich zwei Fragen um. Ich denke, das geht den meisten Kolleginnen und Kollegen auch so. Und die erste Frage ist, was muss ich heute entscheiden und wie wird darüber in 20 oder 30 Jahren geurteilt? War das eine vernünftige Entscheidung? Heute sage ich nachhaltige Entscheidung. Und die zweite Frage ist, was muss ich tun, um dafür eine Mehrheit zu bekommen oder um diese Herausforderung transparent zu erklären? Dazu muss man kommunizieren. Und ich habe feststellen müssen, dass sich das Thema Kommunikation in den letzten Jahren revolutionär verändert hat. Als Beispiele nehme ich meine drei Wahlkämpfe. 2005, 2006 hatte ich einen großen Kopierer, Minolta, und der ist die ganze Nacht gelaufen. Das war Wahlkampf 2006. 2012 hatte ich dann einen Internetauftritt und habe mühsam ein Internettagebuch geführt. Ich weiß nicht, wie viele sich das damals angeguckt haben, also Sie sicher nicht, aber wie viele Eltvillerinnen und Eltviller sich das angeguckt haben. Aber es war zumindest schon mal revolutionär, der Bürgermeister im Internet. Und 2018, der letzte Wahlkampf, der war komplett digital. Da gab es auch einen Flyer, in dem stand, gucken Sie auf Twitter, gucken Sie auf Facebook, machen Sie so und so und so. Parallel hat sich auch das Interesse der Medien verändert. Das Interesse ist da, aber die Medien sind weg. Ich habe am Anfang meiner Amtszeiten Pressekonferenzen gegeben, immer nach der Magistrats-, also der Stadtratssitzung. Da saßen 4 bis 5 Medienvertreter. Wir haben Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und ich habe denen die Welt erklärt. Heute kommt da, wenn es hochkommt, einer und der sagt, eigentlich habe ich gar keine Zeit, können wir nicht telefonieren. Also mache ich das 24/7, bin ich mit den Presseleuten auch online aktiv und rede mit ihnen. Das heißt, ich habe mir überlegt, wie erreiche ich denn als Bürgermeister mit meiner Stadt überhaupt die Bürgerinnen und Bürger? Also jetzt mal nur auf meine Stadt begrenzt. Gilt, kann man ja auf alles übertragen. Und da benutze ich 4 Kanäle. Der eine, das ist ganz nett, war dann nach meinem Wahlkampf 2012, sagte der heutige Weinbaupräsident Peter Seifer, damals Landtagsabgeordneter, noch zu mir, du, da gibt es dieses Twitter, du bist doch Comicautor gewesen. Ich muss dazu sagen, in meinem früheren Leben war ich einer der erfolgreichen deutschen Comicautoren. Wir haben die Comicserie Karl herausgegeben, der eine oder andere mag sie kennen, fast 1 Million verkaufte Exemplare, also so nicht ganz so schlecht. Und er sagte, Mensch, du Sprechblasenmensch, immer diese kurzen Texte, das 140 Zeichen damals noch, das ist genau das Richtige für dich. Also fing ich an zu twittern, das fand ich große Klasse. Mache ich heute noch gern. Und man holt sich die Informationen auf Twitter, sie ist real, sie ist schnell und man kann mit Leuten kommunizieren, man kann sich eben aussuchen, das ist ganz schön. Dann gibt es Facebook, das ist so ein bisschen die Apothekerrundschau, die neue, die digitale, auf der bewegen sich wirklich im Grunde genommen die Bürgerinnen und Bürger. Und auf dieser Apothekerrundschau ist es mir gelungen, die Flüchtlingsherausforderung, ich sage, vermeide das Wort Krise, Andreas, du hast völlig recht, das ist eine Herausforderung gewesen, die wir gemeistert haben. Ich habe dort einfach erklärt, was wir machen. Und die Leute haben mich an der Rewe-Kasse angesprochen. Mensch, Bürgermeister, jetzt poste wieder was. Wir wollen wissen, wie es weitergeht. Das ist ja kein Roman. Ja, das ist Realpolitik. Und ich hatte 100.000 Zugriffe auf meine Post teilweise. Es waren nicht nur Eltville, die geguckt haben. Dann gibt es WhatsApp. Das haben Sie schon angesprochen. Da bin ich auch 24/7 erreichbar. WhatsApp unterstützt, Sie machen das auch, alle Netzwerke, die Sie bespielen. Es gibt die WhatsApp-Gruppe des Einzelhandels, der Wirtschaftsleute, der Rathaus-internen Gruppe, der Rathaus-externen Gruppe, des Sport, also pipapo. Und es gibt eine WhatsApp-Gruppe, auf die bin ich besonders stolz, das ist die mit Jugendlichen. Sie sprachen das an, wir haben jetzt in den letzten Jahren vermehrt das Problem gehabt, dass auch Jugendliche feiern wollen, oh Wunder, und am schönen Rhein ihr Bier oder Wein trinken wollen, manchmal ein bisschen zu viel und dann wird randaliert. Das sind nicht schnell viele Jugendliche. Und ich habe angefangen, Vertrauen aufzubauen, in deren WhatsApp-Gruppen reinzugehen und zu sagen, wenn ihr Security braucht, ruft mich an, schreibt mir. Und das hat das Problem weitestgehend gelöst. Also da ist, das wäre analog, also nachts um 2 gehe ich nicht an rein. Ja? Das ging also zum Leidwesen meiner Frau, es ging aber digital sehr gut. Und das dritte ist Instagram. Da kann man schöne Bilder einstellen, Fotos, ich mache nur keine Storys oder so, ist alles sehr zeitaufwendig, aber die Leute kommen in Eltville, weil der Bürgermeister so schöne Bilder postet. Freut sich mein Tourismusbüro. Das sind die Kanäle, auf denen ich digital unterwegs bin. Aber all das ist nichts wert, wenn Sie analog bleiben. Sie müssen als Bürgermeister 24 Stunden jeden Tag erreichbar sein. Sie sind immer Bürgermeister, ob Sie das wollen oder nicht. Sie müssen daran einfach Spaß haben. Ich habe den und bin anfassbar. Bin jeden Abend bei Wirtschaft, Gewerbe oder Sportveranstaltungen, bei Vereinen unterwegs
Und was ich feststelle, ist, dass die Menschen jede Rückhaltung verloren haben. Das, was sie digital erwarten, das schnelle Reagieren, erwarten sie auch analog. Also man kriegt keine Zeit mehr zu überlegen, man muss sofort reagieren. Herr Bürgermeister, sagen Sie mal, wie ist das? Dann erwarten die eine Antwort. Und da können nicht mehr sagen, ich muss mal nachdenken. Ich werbe bewusst um das Nachdenken. Bitte gebt mir Zeit zum Nachdenken. Digitales Engagement ersetzt ja nicht das Arbeiten. Das ist ja nur die Kommunikation. Also wir müssen irgendwann noch arbeiten. Ja? Und das versuche ich und versuche aber, digital und analog den Menschen zu erklären, wie viele Bälle in der Luft sind in der Stadtentwicklung. Da wird der Kunstrasen gebaut, hier wird der Kanaldeckel klappert. Ja, das ist alles, es hat alles einen Wert. Und ich bin am Jonglieren den ganzen Tag, gucke, dass meine Verwaltung das stemmt. Wir haben ein hohes ehrenamtliches Engagement, auch dank der digitalen Aktivitäten, die wir haben. Und wir versuchen so, unsere Stadtgesellschaft, unsere Bürgergesellschaft einfach zum Mitmachen zu bewegen. Und was ich feststelle, und das ist das Schöne daran, Hashtag Wir sind Eltville, das war so ein bisschen mein Wahlkampfslogan, der mittlerweile aber auch identitätsstiftend in der Bevölkerung wirkt. Die Leute machen mit, die Leute melden sich und sagen, wir wollen auch mitmachen bei Wir sind Eltville. Wir wollen auch ein Teil der Ehrenamtler sein. Wir haben ein großes Ehrenamtsbüro und bauen das auf. Und da finde ich, ist man digital und analog gleichwertig unterwegs und es gelingt mir hoffentlich, die Leute behaupten das zumindest, immer präsent zu sein, immer ansprechbar zu sein, also fast immer, sei denn man schläft, soll es auch geben, und einfach den Leuten das Gefühl zu geben, Politik ist unmittelbar. Und darum geht es. Mir geht es darum zu sagen, Politik ist etwas Gutes. Demokratie ist ein Wert. Wir haben verdammt nochmal die Pflicht, alle mitzumachen. Und es ist so einfach. Schon ein Tweet, ein Post, die Anmeldung in einem Verein, man ist demokratisch aktiv. Und darum geht es mir. Und ich glaube, dass ich digital unterwegs bin, aber analog ein normaler Mensch geblieben bin zum Anfassen. Und ich möchte Sie einfach bitten, machen Sie das auch. Gehen Sie raus, nutzen Sie die neuen Wege der Kommunikation und übermitteln Sie Ihr Menschsein und bleiben Sie aber auch persönlich. Das wünsche ich Ihnen und mir und unserem Land. Danke.